Wir haben ja alle so ein Eisberg, den haben wir hier oben im Hirn. Ja? Da ist der eine Teil, das Unterbewusstsein, das Bewusstsein, das Überbewusstsein, Seele. Wir können auch ganz andere Begriffe nehmen. Ist mir vollkommen wurscht, Hauptsache wir verstehen uns. Wir können es hier unten auch Schweinehund nennen, inneres Kind. Das ist die, die immer innere Kinder haben und nie zum Erwachsenen werden vielleicht manchmal. Also, ganz wurscht, egal. Diesen Teil schreiben wir im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, eine Art Drehbuch. Und dieses Drehbuch spulen wir immer wieder ab. Mit anderen Schauspielern, anderen Drehorten. Aber mit dieser Athletik, mit diesen Erinnerungen. Und wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, dass es nicht nur dieses Leben mit drin ist, sondern auch durchaus Vorleben etc. Hier unten ist der DNA-Einfluss, die selbsterfüllende Prophezeiung etc. Jetzt geht es darum, und das passiert nämlich auch, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, weil wenn wir jetzt über Beziehungen reden, verstehen wir sonst die Geschichte nicht. Was in unserem Gehirn passiert, ja, passiert genauso auch wieder in Beziehungen. Wenn wir jetzt hinausmarschieren und suchen uns einen Partner, werden auch diese zwei Teile ganz entscheidend uns beeinflussen, wie wir reagieren. Dieser Teil, das Hier und Jetzt, das Bewusstsein, das sucht sich jemand raus, der ähnliches will vom Leben. Die einen möchten lieber reisen und arbeiten, die anderen Kinder kriegen, trautes Heim gründen. Ja? Hier unten, das ist der Teil, der sucht sich jemanden raus, von dem er das bekommt, was er denkt, nicht zu haben. So finden sich immer die Gegensatzpaare. Wunderbar. Der Organisator findet den Schiller. Der Betrüger findet den Betrogenen. So, also beim Organisator, der sagt, ach, ist das geil, endlich mal die Füße hochlegen, wie der Schiller, wie der das kann. Boah, das kann ich nicht, das lerne ich von dem. Super, cool. Ne? Also wenn sich zwei ganz am Anfang treffen und es klappert richtig, sagt der Speicher, ha, jetzt habe ich endlich meine Mama gefunden. Das muss man wissen, dass man dann nicht so euch enttäuscht ist. Ne? Dann der Chiller sagt, ach, wie schön ist das denn? Der organisiert mich, was der hinkriegt. Ach, da kann ich ja nur gucken. Ich kriege mein Arm nicht aus der Sonne behoben, aber der macht es schon für mich. So, jetzt ist es natürlich dann wieder Zeit, wenn dann die Hormone dann so mal so ihren ersten Schwank durch und durch gemacht haben. Dann sehen wir auf einmal, dass der lauter oder die lauter Sachen macht, ja. Das hat er vorher auch schon gemacht, nur wir hatten also unsere rosa Brille auf uns nicht so richtig gesehen. Jetzt sagt der Chiller zum Organisator, ich glaube, es hackt, immer musst du mich kontrollieren, das ist ja doof. Der Organisator sagt, dein Arm, kannst du selber aus der Sonne nehmen. Ja, so geht es dann hin und her. Und ganz wichtig, bei meinen Paaren sage ich, das müsst ihr wissen. Ja, das ist wie vergleichsweise Paradies. Eva und Adam sind aus dem Paradies geflogen, weil die Schlange denen was eingeflüstert hat. Ne? So sagt der eine Speicher von der Frau, jetzt guck mal, jetzt hat er wieder sein Dreck zu uns und der stinkt immer, wenn er geraucht hat. Und bei der Frau, jetzt nörgeln sie schon wieder, die Alte immer hatte was zu sagen. Also der ist hier immer schwer zu gang. Wenn ihr mit eurem Liebsten daheim im Bett liegt, habt ihr erstmal euren eigenen Schweinehund, euer Unterbewusstsein und das ist das Heimtypische bei der ganzen Geschichte, auch noch den von der Familie mit drin legen. Also locker flockig bellen und beißen da vier Hunde umeinander und das ist manchmal nicht ganz so leicht. Ne? Weil angenommen, ihr kommt jetzt hier angeschwimmt und sagt, okay, ich hätte jetzt eine glückliche, erfüllende Beziehung, wo wir uns gegenseitig unterstützen und uns euch lieb haben. Bei uns sagt man in Aschenbeich euch. So, jetzt der Speicher von der Familie. Hast du schon gehört, was die auf einmal will? Sagt der eigene Schweinehund, ja, ich weiß, ach nee, keiner von uns in der Familie hatte glückliche Beziehung. Oder fällt euch jemand ein? Mir niemand. Ja? Und so richtig erfüllt war es auch nicht. Der eine hat, ist halt versorgt worden und der andere wusste nur, dass er seine Socke hat. Ja. Gut, also die zwei sind sich eigentlich, ach, wir lassen die jetzt mal ein bisschen und den ein bisschen rumspinnen mit seinem Kram. Und dann sind wir jetzt wieder bei der Disziplin. Nach spätestens 3 Wochen sagt er, ach, der kann uns lang was erzählen, wir machen unseren eigenen Stiefel, gell? Und jetzt ist es ganz wichtig. Ich kann euch nur eins sagen, selbst Leute, die 10 und 15 Jahre ohne Partner waren, die kriegen das hin, weil ich ja auch immer viel mit Singen zu tun habe, wieder neue Partnerschaften
zu finden und auch Paare, die eigentlich schon den Hammer weggeschmissen haben, kriegen das wieder gebacken, weil sie erstens die Mechanismen verstehen und mit sich, mit Alpha, lerne ich ihnen zu arbeiten.